Barcelona, Barcelona, Barcelona. Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren La Liga Orakel. Jawolski, der 13. Spieltag ist angesagt und Real Sociedad empfängt den FC Barcelona. Diese Partie werde ich heute Orakel nicht mit den Mega-Cracks von Panini, sondern mit den La Liga-Stickern. Die sind ja auch richtig, richtig cool. Meiner Meinung nach einer der qualitativ besten Stickern, die es gibt. Kein Scheiß, Leute. Die Sticker könnt ihr euch natürlich bestellen. Unten ist der Link zum Panini-Shop. Ich habe ja auch schon viele Unboxings dazu gemacht und die sind wirklich heftig. Ich sag bloß, Hashtag Ronaldo-Autogramm, Ronaldo-Autogramm, Ronaldo-Autogramm. Ich fange an mit den ersten 20 Minuten oder ersten 22 Minuten des Spiels. Aha, zweimal die Mazda-Karte hier drin, Fail. So, jetzt muss ich immer aufpassen. Real Sociedad suchen wir und Barcelona. Paul Lopez, nein. Cabral ebenfalls nein, Mustafi nein, Andone nein, Alaves hier, Ibai Gomez nein und auch Nahuel von Real Betis nein. So sehen sie auf jeden Fall aus. Die Sticker, meiner Meinung nach richtig, richtig geil. So, wie machen wir das jetzt? Wir drehen hier um. Juan Carlos von Malaga. Ebenfalls von Malaga, Rosales. Kevin Gamairo, französischer Stürmer von Sevilla als Glänzner-Sticker hier, ihr seht es. Ruben, Bakali und Deportivo Albentosa. Das heißt, nach 45 Minuten steht es 0:0 zwischen Real Sociedad und dem FC Barcelona. Weiter geht es mit... Mit was geht es weiter? Mit dem Logo von Alaves. So sehen die Logos aus, aber ihr kennt ja die Sticker eigentlich. Rafa Varane, Abelardo Fernandes, Sergi Henrich, Poveda und José Luis Mendilibar von Eibar, der Trainer, der im 4-2-3-1-System spielt. Und wir kommen zu den letzten 22 Spielminuten. Macht Messi nochmal ein Türchen oder macht Neymar nochmal ein Türchen oder sogar Real Sociedad? Wir werden es erfahren. Javi Lopez, Eraso, Gabriel Silva, Tyton, Pantic und Toral von Grenada oder von Granada. Fakt ist, das heißt, es bleibt beim 0:0. Damit rechne ich nicht. Mein Tipp ist, dass Barca gewinnt. Ich sag 0:1, ne 0:2. Ich sag 0:2 für Barca. Eure Tipps könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Und auch hier, ich werde die richtigen Tipps in der nächsten Woche beim La Liga Orakel dann einblenden, Leute. Mal gucken, vielleicht tippen die ein oder anderen ja richtig. Die Kommentare werde ich dann einblenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Tschüssikowski.